Hallo? Da ist ein Pferd. Ah, hier ist doch noch einer drin, habe ich mir doch gedacht. Oh, zwei sogar. Ah, aber zwei Feinde. Wisst ihr was? Macht das unter euch aus. Ich bin raus hier. Die Spinatindustrie, ja, das stimmt. Kopf runter! Einfach die Richtung vor. Da vorne. Zu jedem. Bereit machen. Abby ist hier. Nein. Oh. Stoß. Nicht schlecht. Zu jedem Super Popeye Land 3 gibt es eine Dose Dr. Oetker Spinat gratis. Lev hat aber schon Bogenschützen-Skills auf Mongolen-Level, ey. Lang zu den Docks. Über den Hügel. Vom reitenden Pferd aus eingezielter Pfeil, bam. Tot. Wir müssen hier raus. Abby, hier lang. Komm. Ich finde das ja auch so witzig, dass das mit dem Spinat, dass der so gesund ist, nur ein Kommafehler war. Und man hat es jahrelang einfach nicht gemerkt, dass sich da damals jemals vertan hat. Und in Wirklichkeit ist viel weniger Eisen im Spinat, als der damals berechnet hat. Und Spinat ist im Grunde auch nur relativ nährstofflose Pampe. Das heißt, sogar die pädagogische Aussage von Popeye ist sinnlos. Wo müssen wir denn hin, Lev? Sag Bescheid. Gib den Weg an. Weil dann sprinten wir einfach durch hier und lassen die Party... Abby, zur Hölle mit dir. Lassen die alleine Party machen. Abby. Ja, Entschuldigung, was soll ich machen, wenn die mit der Waffe auf mich zielt? Oh Gott, ich glaube, da war gerade der Raincoat-Killer. Jetzt wird's ernst. Nix wie weg hier. Nix verkommen lasse. Oh, ich glaube, wir sind hier falsch. Wir haben keinen anderen Weg. Okay. Lev, hier rauf. Los. Wir müssen hier schnell weg. Gute Nacht, Abraxe. Mach's gut. Bis bald. Die Stützen werden nicht halten. Können wir nicht hier das Fenster aufmachen, vielleicht? Das wäre doch eine Idee. Muss ich jetzt darüber springen? Ne, wahrscheinlich falle ich da in meinen Tod. Das Dach wird einstürzen. Ja, wohin denn weiter, Lev? Wohin denn? Dann springe ich jetzt doch mal. Ah, tatsächlich. Okay. Nein.
Dankeschön für die Bits nochmal zum Abschluss. Die gute Nacht-Bits. Dankeschön, Abraxas. Mach's gut. Ciao. Unser ganzer Loot. Unser ganzer hart gesammelter Loot. Sei verdammt! Dreckiger Wurf! Abby kriegt auch die ganzen Bosskämpfe. Das hat Ellie auch gar nicht eigentlich. Also zäh ist dieser MC Hammer. Das muss man ihm lassen. Aua. Verdammt noch mal. Bist du okay? Ja. Wirklich, sieht aber nicht so aus. Krieg bleibt immer gleich. Solche Szenen vermisse ich in den neuen Fallout-Spielen, weil der alte hatte genau die Botschaft. Bei den neuen wird das alles ein bisschen zu sehr glorifiziert und als cool dargestellt, dieses ganze Militärding. Das finde ich eigentlich nicht sehr passend für Fallout. Ja. Das sollte eher so Szenen wie hier haben. Sinnlose, schreckliche Gewaltexzesse. Ja, das stimmt. New Vegas hatte das auch noch viel mehr im Grunde. Aber
Fallout 4 war da sehr naiv, finde ich, in der Darstellung von allem irgendwie. Keine Ahnung. Ein naives Spiel ist Fallout 4 irgendwie, finde ich, im Vergleich zu Fallout 1, 2, New Vegas und auch 3. Auch wenn mir persönlich 3 gar nicht so gefällt. Ja. So, und jetzt kommt die große Katastrophe. Man könnte schon fast vergessen haben vor lauter Abby-Gameplay. Vor lauter Good Times mit ihr. Aber es gab ja noch einen Ellie-Kapitel zuvor. Abby. Was machen wir, wenn wir ihn finden? Erstmal müssen wir da reinkommen. Licht ist an. Alles okay, Lev? Ja. Such weiter. Ach ja, die Szene fand ich jetzt beim zweiten Mal fast noch schlimmer wie beim ersten Mal. Vor allem natürlich. Okay. Alice. An die Leiter. Bereit? Es ist halt kein Feel-Good Game. Es ist ein und jetzt denk drüber nach, was du getan hast, Game.
Dabei lässt einem das Spiel keine Wahl. Es tut so, als ob ich schuld wäre. Ich drück doch nur Knöpfchen, die mir angezeigt werden. Okay. Still jetzt. Was zur Hölle ist da drüben los? Was sind Leas? Uns verfolgt. Position 2. Luftbrück von Einheit Echo. Fuck. Hier Position 2. Echo. Wie ist die Lage? Isaac ist tot. Dann mach doch. Vorsichtig. Bleib nah bei mir. Das stimmt, ich finde das auch super, wirklich. Und super mutig auch von so einem großen AAA-Spiel. Aber schon auch echt hart. Sie wird es lieben. Hallo. Weg von den Sachen. Ich sagte, weg da! Du machst einen großen Fehler. Dreh dich ja nicht um. Lev, ziel weiter auf ihn. Auf den Boden. Tötest du mich wie ein Feigling? Ihr verdammten Wichs! Jesse, steh auf! Hände hoch oder ich erschieße ihn auch! Mach es bloß nicht, Ellie! Hau einfach ab! Steh auf! Sofort! Tu nicht, was sie sagt! Halt die Fresse! Okay? Stopp! Stopp! Waffe runter! Waffe runter! Fuck. Nein! Nein! Ich weiß, warum Joel sterben musste. Er hat alles getan, um mich zu retten. Wegen mir gibt es keine Heilung. Du bist hinter mir her. Lass ihn gehen. Du hast meine Freunde getötet. Wir ließen euch beide am Leben. Und das war umsonst. Nein! Geh weg von hier! Tommy! Komm! Bleib hier. Pass gut auf, sie darf nicht raus. Renn mir ja nicht weg! Oh, damn it. Ne, es geht anscheinend nicht. Ich wollte einfach mal frontal auf sie zustürmen. Aber das haut nicht hin. Dann nochmal. Da müssen wir uns doch anschleichen. Ich hasse Schleichen. Schleichen ist lame.